Hallo! Die meisten Prüfungen an deutschen Hochschulen werden benotet. Das bekannteste deutsche Notensystem besteht aus den Noten von 1 bis 6. Hier sind sie. 1, sehr gut. 2, gut. 3, befriedigend. 4, ausreichend. 5, mangelhaft. Und 6, ungenügend. Anders als im Arabischen, wo auch eine eher schwache Leistung noch gelobt wird, gilt in Deutschland: Nur wer eine 1 bekommt, hat exzellent oder sehr gut gearbeitet. Wer eine 2 erreicht, hat eine gute Arbeit geleistet. Hat jemand eine 3 erhalten, ist das eine befriedigende Leistung und eine 4 gilt als eine ausreichende Leistung. Die Noten 5 und 6 stehen für eine nicht ausreichende Leistung. Es gilt also, besser oder gleich 4 gilt als bestanden. Übrigens nutzen viele Hochschulen auch eine Notenskala von 0 bis 15, wobei 0 die schlechteste Leistung und 15 die beste Leistung ist. Diese 15er-Skala lässt sich dann so der 6er-Skala zuordnen. Herzlichen Dank! Thank you.